Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unseren Minecraft Let's Plays. Es ist offiziell, heute haben wir die 20. Folge unseres Let's Plays erreicht. Somit fehlen uns noch 9980 Folgen bis zum Ziel. Ja, ich glaube nicht, dass wir jemals so weit spielen, aber wer weiß, mal schauen, wo die Reise hingeht. Und somit würde ich sagen, wir springen sofort in unsere kleine süße Minecraft-Welt hinein. Immer diese Anfänge. Ich muss sagen, ich liebe es über alles und Baum, du siehst toll aus und überhaupt diese Map gefällt mir sehr gut. Mittlerweile ist hier auch der ganze Weizen gewachsen oder fast alles. Das finde ich auch gut, da können wir noch ein bisschen warten. Obwohl ich gerade überlege, wir waren ja letztes Mal damit beschäftigt, hier The Bamboos zu bauen. Also wachsen zu lassen und hinten dran waren wir noch dabei, die Bäume abzufackeln, wollte ich gerade sagen. Okay. Weil wir brauchen das Holz, ja. Da sollte ich aber trotzdem nochmal hingehen und mal gucken, was wir hier ernten können. Was ist da? Spinnen? Was hatten die? Warum läuft die von mir weg? Hallo? Hä? Hab ich noch nie gesehen. Weiß einer von euch, was diese Partikel waren? Naja, egal. Chefchen, du kämpfst mit dem, ne? Du hältst den schön auf Schacht, ne? Du bist der Wachhund hier. Hast du richtig. Grrr. Vertreib'se. So, dann würde ich aber trotzdem mal sagen, pass auf. Mal überlegen hier, dass wir jetzt keinen Blödsinn hier wieder machen, weil das ist neue Folge. Und bei neue Folge muss man sich neu konzentrieren, Leute. Das, was bei mir Mangelware ist. Naja, egal. So, Essen hatten wir wieder hingestellt. Ich muss sagen, hier mit diesem Überfall hier, also das finde ich mega blöd. Vor allem, jetzt habe ich diesen blöden, bösen Omen. Kriege ich das nicht mit Milch weg? Moment. Ich habe doch irgendwo hier eine Kuh rumlaufen, ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wo die alte ist. Moment, ich sollte aber in der Zwischenzeit mal die Bäume wieder setzen, weil wir brauchen ja unfassbar viele Ressourcen. Nimm mit, du hast ihn. Ich habe ihn gefunden. Hör mal, vier Stück beieinander. Das kann nicht so schwer sein in deinem Hirn. Was kannst du eigentlich? Mann, und das war schon wieder nur fünf? Okay, hier haben wir noch viele. Ja, ist auch gewachsen. Oh, der ist aber schön. Der hat einen schönen Ausleger hier, ne? Zack, wie der Kran. Ah, das ist geil. Ich muss euch unbedingt mal was Kleines zeigen. Dafür war ich jetzt nicht vorbereitet, dass ich das machen möchte, aber so ist das im Leben, ne? Es ist spontan und es muss auch Spaß machen und ja, Friede, Feuer, Eierkuchen, ne? Wie man so schön sagt, ne? Vor allem als Kind ist die Welt sowieso immer schön, außer, ja, es gibt Ausnahmen, ich weiß. Aber wir gehen jetzt mal von einem normalen kindliches Leben aus. So, okay, du kommst auch mal weg und wir setzen dich hier hin. Ich glaube, der Kalle hat mal irgendwann geschrieben, dass die Wachstumsrate in Minecraft sehr interessant ist. Ja, die ist tatsächlich sehr interessant. Das geht immer per Ticks. Und die Ticks lösen alle so viele Sekunden oder Minuten aus. Weiß ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Und dann haben sie eine gewisse Chance zu wachsen oder nicht zu wachsen. Und ja, je nachdem wachsen sie ohne Ende oder je nachdem wachsen sie gar nicht. Und so, das ist halt interessant. Also ist das halt. Boah, Bambus haben wir jetzt gleich eine ganze Kiste voll. Damit können wir auch schön die Öfen befeuern. Was ich aber nicht möchte, weil ich finde, Bambus verbrennt so schnell. Aber auf der anderen Seite, guck mal, wie schnell das wächst. Wir können uns ja eine kleine Bambusfarm bauen, dass die immer wieder dann automatisiert wird. Dann brauchen wir das nicht zu machen. So eine kleine, nicht zu groß, ne? So, das ist so eine Frage auch an euch. Habt ihr Bock? Sollen wir uns ein paar Farmen bauen? Weil beispielsweise eine Eisenfarm wäre ja schon sinnvoll, aber natürlich muss es so gebaut werden, dass es sich in die Landschaft integriert. Was natürlich bei einer Eisenfarm auch immer so ein bisschen schwierig ist, weil die sind nicht hübsch und keine Ahnung, wenn man sie schön verkleidet, dann spawnen dann halt die die Eisengolem genau nebendran, was ja nicht sein soll, weil die müssen ja in der Farm spawnen. Okay, ist ein bisschen schwierig. Aber so im Allgemeinen ein paar Farmen könnten wir ja bauen. Vor allem, ich möchte auch gerne ein bisschen mit Redstone rumexperimentieren. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Redstone nie wirklich viel gemacht, weil ich fand es immer sehr interessant, aber ich bin halt trotzdem so ein Mensch, ich liebe es einfach, Sachen abzubauen. So wie hier gerade, wie der Bambus. Das war zwar gar nicht geplant für diese Folge, aber es bietet sich halt einfach gerade an. Das heißt, wir machen genau dort weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Und so ist das halt. Wir kommen zu einem Ziel irgendwann. Das versprochen, ne? So, da seht ihr halt, ne, bei Bambus, da muss man auch nicht so viel aus dem Dschungel mitnehmen. Ja, und da komme ich schon direkt wieder auf den Kommentar vom Werwolf 1687. Boah, du bist aber alt, ne? Muss ich dir sagen, ne? Boah, über 400 Jahre auf dem Buckel. Läuft bei dir, würde ich mal sagen.
Nein, also ein bisschen Spaß, ne? So, muss ja sein. Du schriebst ja, du hast deine Karte im Dschungel aufgegeben. Kann ich tatsächlich teilweise nachvollziehen, weil der Dschungel ist schon einfach nur richtig heftig, weil man das als Spawngebiet hat. Es macht unfassbar Spaß, da rumzurennen, aber man kann sich kaum bewegen, weil der ist einfach so dicht bewachsen. Das geht einfach nicht, ne? Und da muss man tatsächlich im äußersten Rand was machen, irgendwo am Wasser, wenn man Glück hat und sowas hat. Weil so, ich weiß nicht, so Dschungel und dann eine Wüste wie bei mir, das sieht zwar schön aus, aber ich bin nicht so unbedingt so ein Riesenfreund von der Wüste. Ist da praktisch für Sand zu sammeln, ne? Weil Sand halt, ne? Wüste und so. Aber sonst, finde ich jetzt nicht so toll, ne? Ich mag den Sandstein zwar auch an für sich schön, gerne, aber den kann man auch irgendwie nutzen, wenn man irgendwo auf einer Insel im Meer irgendwas baut. Was wir übrigens machen werden, unsere Hafenstadt, wisst ihr ja noch? Also ich hab's nicht vergessen. Nice. Obwohl ich da ein bisschen vorsichtiger sein soll. Boah, guck mal hier, wie voll ich schon bin. Bam, wir haben ein Banner. Hier, unheilvolles Banner. Mhm. So sieht's aus. Jetzt haben wir schon mal hier direkt mal angesagt, zu welcher Gang wir hier gehören. So, und hier noch hoch. Und dann machen wir das noch und dann fällen wir den noch. Und dann gucken wir mal, dass wir mal das Grundfundament, das Grundfundament vielleicht nicht, aber so mal die Basis unseres Lagerhaus anfangen. Weil wir müssen uns da immer auf was einigen, was wir da so machen. Wie gesagt, ich nehme ja immer so 3 Folgen bin ich vor euch. Ja, ich habe eine 2. So 3 Folgen vor euch, je nachdem auch 4. Mal immer so ein bisschen Cookie, ne? Weil ich muss sagen, beispielsweise, ich habe das ja so spontan letzte Woche oder vorletzte Woche erst entschieden, dass ich das machen möchte. Was eine mega gute Idee war, weil ich musste Anfang der Woche so krass arbeiten, dass ich Montag, Dienstag gar keine Zeit hatte, überhaupt Aufnahmen zu machen. Und jetzt sind wir schon Mittwoch, also ich weiß nicht, an welchem Tag das jetzt bei euch erscheint, das ist höchstwahrscheinlich Donnerstag oder ich weiß nicht, es ist ja egal, welcher Tag es bei euch kommt, aber sonst wären keine Folgen gekommen. Und meine Güte, stellt euch mal vor, keine Minecraft-Folge, kein Let's Plays an einem Dienstag, Donnerstag oder Samstag, geht nicht, hier, fertig, Kopf weg, aus die Maus, ab mit dem Kopf, fertig, ne, so läuft das hier. So, hier scheint irgendwas faul zu sein. Na genau, dich habe ich vergessen noch abzubauen, dann machen wir dich noch so, weil das geht nicht. Nee. Ah, guck mal, die Mauer wächst hier schon so langsam, finde ich auch gut. So, dann sammle ich die hier wieder ein. 2 hätten wir schon wieder. Hier, bumm, habe ich noch 3 vielleicht. Ich kann ja nichts heben, weil ich nichts mehr habe. Bubble. Keinen Platz mehr habe. So, in dem Fall Weizen weg, dann heben wir dich wieder und dann können wir die nach unten setzen. Bambus haben wir so geil viele. Nach unten, Junge. Unten. Gegenteil von oben. So, kennst du vielleicht? Ich weiß es nicht, aber kannst du mal versuchen. So, hier machen wir mal das. Ich weiß, da fehlt noch einer. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück und jetzt die spawnt. Jeden Moment ein neuer. Komm, bitte. Gib mir ein. Ja, okay, das ist ein Gegenstand. Aber kein Sapling. No Sapling in the round. Da wird es ein Round 2. So, mein Bett habe ich immer noch vergessen hier, aber das ist nicht schlimm. Wo ich aber dran war, ich möchte jetzt gleich mal das von... Biene! Habt ihr sie gesehen? Schäfchen, Bienchen kannst du aber in Ruhe lassen, ne? Nein, die werden nicht angegriffen. Weißt du was? Hoffnung ist der Fall. Wir lassen dich einfach. Da ist einer. Hier ist einer. Bam. Hier liegt einer, ne? Boom. Das heißt, wir hätten wieder direkt 2. Das ist gut. Warum fliegst du dahin? Da könnten wir den hier wieder ansetzen. Dann hätten wir wieder 8. 9 mit dem, den ich in der Hand habe. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch ein paar mehr, ne? Weil scheinbar werden es immer weniger. Was läuft denn? Wir hatten 15 am Anfang. Jetzt haben wir nur noch weniger. Hä? Ja, genau. Hier. Bam. Komm hier. Zip. Danke. Das finde ich nicht geil. Also, wir müssen eher mehr Saplings bekommen als weniger, ne? Also, das noch ein. Das wären dann 3. Da ist auch noch einer. Also immer, weißt du was, ich laufe jetzt mal hier in die Ecke und dann schmeiß ich mal das Weizen hier hin, weil das kann doch nicht wahr sein. Das hebe ich das 1000 Mal auf. Und da habe ich keine Lust drauf, immer dieses Wechseln hier. Ne, nehmen, setzen. Nee, rauswerfen, nicht setzen. So, hier, dich wollte ich auch noch immer haben. Komm mal an dich. Ja, komm, mit Springen geht's. Ja, super. Jetzt hätten wir mal wenigstens mal unsere Grundausstattung wieder hier. Ah, jetzt fehlt immer noch einen. Jo, dann ich warte kurz, bis das despawned ist und gehe schlafen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin aber schon ein kleiner Trottel, ne? Hier steht einer, der ist gerade gewachsen. Hier steht einer mit 4 und hier steht einer mit 4. Somit fehlt uns noch ein einziger. Ja, das habe ich doch gerade erzählt, ne? Ja, das habe ich gerade erzählt. Aber ist nicht schlimm. Gut, dann lassen wir das mal so. Wir müssen dann hoffen, dass der Kerlchen da einfach mehr als 4 gibt.
Weil sonst kriegen wir hier tatsächlich ein Problem. Also es wird immer dunkler. Ich gehe einfach mal schnell schlafen. Sollte mir aber vielleicht mal noch eine Kiste bauen. Habe ich nicht irgendwo hier noch eine Kiste rumliegen? Nee, gerade nicht. Holz habe ich auf jeden Fall. Doch, hier sind noch zwei Stück. Okay, das würde ja schon mal reichen. Pass mal, wir gucken mal. Moment, wie war das nochmal? Gerüst. Ja, ich dachte es mir schon. Fäden und Dings. Okay, dann gucken wir mal. Gerüste. Ja, das wäre auch schön, aber nein, das geht so nicht. Fäden hatte ich auf jeden Fall auch in rauer Menge. Wow, das ist alles? Nein, das kann... Weil ich nehme die mal raus, aber das kann doch nicht wahr sein, ne? Das ist hier. Du gehst mal dahin, brauche ich nicht. Ich dachte, ich hätte... Ah, hier, 64. Das dachte ich schon fast, ne? Buh. Geht ja nicht hier, ne? Das geht... Ne, in die Mitte. So, 2, 3, 4, 5, 6. So, du noch dahin. Und dann machen wir uns mal einfach mal... Ja, ein paar mehr noch. 120 Stück. Damit können wir doch schon mal eine schöne Wand zukleistern, ne? Würde ich auch mal behaupten. So, die Fäden kommen dann wieder hier rein, weil die müssen wir ja nicht unbedingt mitschleppen. Das Bett sollte ich aber mal mitnehmen, damit ich nicht immer hier rumrenne. Ne? Das haben wir ja vorhin gesagt. So, super, Platz haben wir. Und dann können wir endlich mit den Gerüsten... Ich sag euch, Leute, wir müssen hier einen Zaun drumherum bauen. Ich kriege jedes Mal eine Panik, ey, wenn ich hier rauskomme. Ich höre irgendein Geräusch. Also die Maus hier wieder durch die Landschaft geschmissen, ey. Wow. Okay. Ich will mal gucken, wir hatten doch irgendwann mal ganz am Anfang hier eine Kuh rumrennen, ne? Ach, die rennt doch die Seite hinterm Wald, ne? Pass auf, wir machen erstmal hier jetzt, legen uns mal ein Lager an. Weil irgendwo hier muss ja dann theoretischerweise ja alles hingekommen. Dann mache ich hier mal Bambus rein. Weil, ne, falls manche Gerüste halt brechen, müssen wir neue machen. Ist ja klar. Deswegen brauchen wir Bambus hier. Aber guck das mal an, wie schnell das geht. Jetzt haben wir, ja, was sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 11 komplette Fass, also... 10 komplette Stacks und einen mit 8 haben wir jetzt schon zusammen. Das ist schon richtig krass. Okay, dann würde ich noch sagen, dann mache ich jetzt das ganze Feld hier weg. Ah, viel Spaß. Okay, here we go. Let's go. Okay, erste Runde hätten wir durch. Voll, mega geil. Hier, zack, 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 zack. Boah, das ist so geil, wenn man so eine riesige Farm dort hat. Schaufel kannst du trotzdem behalten. Die Hoe brauche ich auch gleich. Da kann man das mal kurz machen. Dann lege ich mal kurz die Erde hier rein. Die brauche ich eh nicht mehr. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Und dann geht's weiter in Round 2. So, Hand. Hier noch ein oder zwei, jo. Und dann hier liegt hier noch ein bisschen was rum. Ey. Alles schön aufsammeln, ne? Weil wenn man sowas macht, dann auch wenn das im großen Stil ist, dann soll da alles mitnehmen. Oh, geil hier. Brumm, brumm, brumm. Zuckerrohr hätten wir auch genug. Finde ich mega geil. Wir sollten mal versuchen, mal so einen Kürbiskuchen zu machen, ne? Also ich habe das ja mal so groß hier angekündigt, ne? Dass das ja halt stackbar ist und so. Aber ganz ehrlich, wir haben es noch nicht gezeigt, dass das tatsächlich funktioniert, ne? Also Sprüche klopfen können sie alle, aber ne? nur zeigen zählt im Endeffekt heutzutage, ne? Weil wenn man was erzählt kriegt, ne? Wer glaubt denn das überhaupt noch heute? Das geht ja nicht, ne? So, jetzt haben wir die noch und dann sind die Dudes wieder in Freiheit. Jetzt seht ihr wieder was durch den Schilf. Alles gut, Meisters? Jo, nicht alle gleichzeitig. Danke, mir geht's auch gut und chillt da hier schön im Süßwasserbecken, ne? YOLO, ciao. Okay, war vielleicht wieder ein bisschen zu drüber. Aber das ist nicht schlimm, weil wir sind ja in Minecraft. Und da darf man ruhig überall... Es geht ab mit dir. Es geht ab. Moment, wie viele Schildkröten habe ich denn mittlerweile hier? Was sind denn meine Delfine? Dolphin. Oh, wie tief ist dieser Teich, bitte? Aber, guck mal hier. Was ist ja alles zu Hause hier? Die Delfine sind weg. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen, ne? Luft, 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 Luft. Oh, das war Glück. Tja, die sind dann wohl mal weg, ne? Schade. Hätte mich so drüber gefreut, wenn sie noch da wären. Naja, wir hatten sogar zwei eine Zeit lang.
sind halt irgendwie despawned. Wusste ich gar nicht, dass das geht bei Delfine, aber ist okay, so nehmen wir das halt hin. So, das Feld ist ein bisschen schade, weil ich fand es sehr schön angelegt. Vor allem, ich fand das Thumbnail geil, ne? Mit der Kochmütze, so ein Löffel. Ich hätte das so gefeiert. So, mal gucken, was können wir hier machen? Die machen wir mal da rein. So, und dann, ey, gucken wir mal. So, wir haben eine Suppe hier. Sehr geil, leider geil. Und den ganzen Weizen nehmen wir mal raus. Ich habe ja meinem Kollegen da hinten noch Weizen versprochen vorhin. Aber wie gesagt, die Tiere laufen uns auch irgendwie alle weg, weil ich sehe keine mehr. Ein paar Körnchen sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen, für noch ein bisschen was wieder anzupflanzen. Ja, so viel auch nicht, ne? Also wir sollten nicht übertreiben. Aber wir gucken mal, wie viel Brot wir da rauskriegen. Boom. Oh, das ist aber nicht so viel, ne? Ich hätte mehr erwartet. So, und noch die drei. So, super. 64 Stück. Obwohl, der war nicht voll, ne? Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Na, ist auch egal. Egal. So, hier müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Ah, hier, Kürbis. Das wollen wir auch, weil wir müssen ja jetzt den Test hier mal machen, weil das kann ja nicht wahr sein. So, 1, 2 und 3 hätten wir. Und da gehen wir mal hier hin und da gucken wir mal. Ich brauche noch... Moment, ich muss mal gucken. Kürbis, da, Kürbiskuchen. Was brauche ich noch? Ei. Ei habe ich nicht, ne? Die Eier habe ich auf der Expeditionstour weggeworfen. Aber hier läuft irgendwo ein Huhn rum. Moment, ich habe sowieso ein Stück Weizen hier meinem Kollegen dahin versprochen. Da kriegt er den, weil das ist ja Chuck Norris, ne? Der ist ja, seitdem der weiß, dass er hier alles kaputt machen darf, ist er ja nur noch hier unterwegs und macht alles kaputt. Also, ja. Wo bist du? Norris! Norris! Wo bist du? Bist du wieder hinter der Biene? Irgendwo hier war er zuletzt. Der ist bestimmt in die Höhle rein. Nö. Das kann er ganz schön... Oh, der ist ja da. Ne, das ist ein Birke. Eine Birke. Boah, was sind hier Höhlen? Ja, mega geil. Also, dass ich tatsächlich die Mine getroffen habe, war zwar ein Zufall, ne? Aber ein Huhn. Das ist auch eine Kuh. Ja, pass mal auf. Wir probieren das jetzt mal. Hier, Wasser erstmal dahin. Wir platzieren das dorthin, bitte. Danke. Gehen wir mal gucken. Kuh, komm mal hier, ich zapf dich mal kurz an, ne? Darf ich mir 1 Liter Milch gönnen? Danke. Super. Trinkt das? Ja. Bett oben weg. Super. So, super. Ja, danke. Alles supi. Bist cool, ne? Tschüss. Okay, Huhn, kein Ei gelegt. Okay, das ist mal gut. Ja, hier sind die... Ja, hör mal. Hier seid Bergkühe. Ja, hallo, Meister. Läuft in deinem Fell. Jo, ne? Färb dich mal um irgendwann. Na, ich weiß, es geht nicht. Chill dich. Jo. So viel Humor haben die aber auch nicht, ne? Okay, wisst ihr was, Leute? Weil ich gerade hier bin, ich fäll die zwei Bäume und dann pflanzen wir noch schnell das... Ich pflanze die zwei... Wo? Ah, ich hab kein Wasser. Wasser. Dann setzt er mich in Brand. Nice. Es geht nicht. Absolut. No go hier. Okay, wie gesagt, ich pflanze die Bäume, ne? Nein, ich mache die schnell noch weg. Und dann gehen wir unser Feld mal hier anpflanzen. So, hier, euer... Okay. Gerade mal geschlafen, weil ich mich gerade wieder daran erinnert habe, dass ich ja mein Bett hier habe. Aber ich habe da zwei Creeper stehen. Okay, fight! Das war Glück. Ich hätte gedacht, der wäre schon beim vorletzten Schlag tot. So, dann den zweiten hier, der verkriecht sich, der versteckt sich nur, ne? Nur mir dann eine auszuwischen. Ist der despawned? Können wir nicht vorstellen. Naja, egal. Hier sind auch schon Spinnen drin. Das ist auch toll. Danke. Du bist tot. Finde ich gut. Okay, noch ein Baum hier. Leute, wir kommen so langsam. Boah, da läuft noch einer. Boah, was ist hier los? Guck mal. Da. Da ist einer. Und hier war noch irgendwo ein dritter. Ja. Nee. Bleib schön da, Leute. Ich mag euch nicht, ne? Wir werden nie Freunde in diesem Spiel. So, schnell den zweiten Baum abbauen. So, 8 Stück hätten wir schon wieder. Da können wir hier direkt mal den ersten wieder hinbauen. Den zweiten hier geht gerade nicht, weil ich habe keine Axt mehr. Die ist schon wieder kaputt. Dann setzen wir mal hier noch einen hin.
Super, hier müsste jetzt auch noch hoffentlich den einen oder den anderen rausspawnen. Somit wären wir tatsächlich wieder bei unserem Startkapital von 15 Stück bis jetzt. Aber das da sieht gut aus. Da kriegen wir bestimmt noch den einen oder den anderen raus. Da, ne, ist nur leider ein Stick. Ist aber weiterhin nicht so schlimm. Bambus wächst auch schon wieder wie die Hölle. Das meinte ich halt. Das ist so geil, wie das Ding da wächst. Ah ja, Reisebett hätten wir auch. Einen Platz hätte ich noch. Und genau, ihr seht ja Leute, hier, bam. Jetzt haben wir schon wieder zwei. Dann setze ich die mal schnell mal so. Das können wir liegen lassen. Dann warte ich wieder kurz, bis das gespawnt ist. Und dann machen wir weiter. Boah, die Dinger wachsen schneller, als ich die wegmachen kann. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Aber nee, jetzt machen wir definitiv nicht mehr weiter. Wir lassen die jetzt weiter wachsen, weil wir müssen noch unbedingt in dieser Folge das Feld anlegen, weil wir brauchen ja wirklich tatsächlich immer durchgehend Nahrung. Das geht ja nicht, wenn wir irgendwie hier da stehen und wir hätten nichts mehr zu essen, vor allem auf hart. Man stirbt ja tatsächlich. Ne? Also nichts mehr zu essen, dann war es das. Ne? Dann müssen wir tatsächlich mal irgendwann auf die gute Tierchen da zurückgreifen, was ich immer noch nicht möchte. Also zwingt mich nicht dazu, Leute. Zwingt mich nicht dazu. Ist ja voll die emotionale Runde hier. Ah ja, ich liebe es. Ich liebe es tatsächlich. So, ihr werdet jetzt nicht mehr die spawnen. Naja, pass mal auf, dann machen wir das so. Hier haben wir ja zwei, dann setzen wir die zwei ein bisschen auseinander. Da können die auf jeden Fall auch einzeln wachsen. Weil lieber ein Zeppling wie gar kein Wachstum sozusagen, ne? Also in dem Fall zwei. So, das Bett nehmen wir dann auch mal mit hier. Super. Und dann gehen wir mal die andere Seite dort auf den Hügel. Also ich muss sagen, so mit der Einteilung, die wir gemacht haben, finde ich richtig, richtig cool. Wer hat hier mein Feld geplündert? What? Hä? Geht denn gar nicht? Nein, das waren ja wir. So, aber... Erkennt ihr das, wenn ihr probiert, so die Finger lang zu machen, für mehrere Tasten zu treffen? Und dann passiert so eine komische Bewegung wie jetzt gerade. Naja, ist richtig. So, ich wollte noch mal kurz auf Kommentare eingehen. Und zwar mein guter Kumpel, der Kalle, schrieb... Übrigens, danke, Kalle, dass du immer so schön fleißig hier mitschreibst. Finde ich toll von dir. Machst du gut. Dafür direkt mal hier eine 1 für dich. So, 1. Das sind Daumen. Thumbs up. Also 2. Das sind 2. Egal, ne, du kriegst eine 1. So, fertig. Finde das cool. Überhaupt, ihr alle kriegt eine 1. Allein schon, weil ihr hier zuschaut. Nein, aber ganz im Ernst, er schrieb so noch vom Dschungel, der findet die Papageien halt mega geil. Finde die richtig putzig, ne? So nach dem Motto schrieb er. Und da gebe ich dir recht, ich finde die auch mega geil. Und ja, die Guten haben noch nicht gesprochen, weil die das noch nicht gelernt haben. Und natürlich, hör mal, Papageien müssen sprechen. Und es geht ja nicht, dass hier alle Tiere sprechen, bis auf die Papageien nicht. Da hast du vollkommen recht. Das ist shame on me. Aber es tut mir leid, aber so schnell, die können nicht so schnell lernen, verstehst du? Die brauchen halt so ein bisschen Zeit. Okay, ganz im Ernst hier, das ist schön hoch hier. Mal kurz die Brille hier gerade rücken, damit ich mich hier nicht, was ist denn das? Ein Pilz, okay. Hey, Schweinchen, gut bei dir. Hallo, Meister. Gibst du mir einen Schinken? Oh, ey, chill. Wir sind doch Freunde. Jetzt hör mal mit dem Blödsinn. Boah, die verraten keinen Spaß hier, ne? Nee. Chefchen, ne, du bist das andere. Okay, so, jetzt pass mal auf. Hier würde ich das Haus bauen, tatsächlich hier. Da kann man nachher hinten aus in die Schlucht runter gucken. Das ist ein Fisch, ne? Ja, Fisch. Das finde ich geil. Und hier oben dann so hier rüber die Felder machen. Aber wir müssen erstmal den ganzen Weizen anpflanzen, bevor wir hier irgendein Terraforming machen oder sonstiges. Ah, jetzt fängt das wieder an. Moment, erstmal mit dem Bett hauen wir mal eine Runde hier, ne? Sonst nehme ich ja mal The Bread, aber heute glaubt man das Bett dran, weil das muss auch ein bisschen hier, ne? So eingeübt werden. So, das geht ja nicht, ne? Also das Holz muss mal weich werden hier, weil das läuft sonst hier nicht, ne? Also das ist ja immer so knüppelhart und dann schläft man nicht gut drauf. Deswegen muss man das immer ein bisschen weich klopfen, ne? So, das ist halt so bei Holz. Umso fester man drauf klopft, umso länger man es macht, umso weicher wird es, umso gemütlicher kann man dann auch schlafen. Oh, Leute, glaub nicht den Scheiß, den ich euch hier verzapfe, ne? Das ist unter aller Sau. Naja, aber egal. Die Farbe unten, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die war zwar nie provisorisch. Doch, sie war provisorisch. Sie war nie endgültig. Und die hier ist genauso. Die ist auch nur provisorisch, bis man dann hier anfangen, Terraforming zu machen und alle andere Sachen einzupflanzen. Jetzt denkt ihr natürlich, ja, aber nee, dann leg doch mal los, mach's jetzt mal richtig. Ja, Leute, habt da vollkommen recht damit, aber nee, machen wir nicht, weil es geht ja um das Lager. Also ja, es klingt komisch, aber es geht tatsächlich um das Lager, was dorthin soll. Aber ich muss ja trotzdem erstmal ein bisschen Platz machen. Und die ganzen Blümchen soll ich auch mal gleich noch aufheben. Kann man eine Jute gebrauchen für Farbstoff. So, und dann wird doch mal Zeit, die erste Schaf, ne? Das erste Schaf mal einzufärben, weil so immer nur die Weißen hier, das finde ich ein bisschen langweilig. Wir brauchen hier ein bisschen kunterbunt, würde ich mal sagen. So,
So, und vor allem, ne, zum einen brauchen wir ja dauerhaft Nahrung. So, das habe ich aber schon gesagt. Das sage ich aber nochmal, dass das tatsächlich klar hier ist, dass nur mit Essen läuft das hier. Ne? Also alles andere können wir vergessen. Aber dann, wie gesagt, jetzt mache ich das erstmal so, weil die Ebenen hier, die gefallen mir nicht wirklich. Also die sind mir zu kantig. Die sollen flüssiger werden. So wie, ne, so, keine Ahnung. Seht ihr dann, wenn wir es machen. Also ich glaube schon, man kann es verstehen, was ich damit sagen will. Aber das ist mir einfach zu kantig alles. Ne? Also manche sind natürlich gut, so wie hier diese Ecke. Na, die, seht ihr, das meinte ich. Die ist halt gar nicht gut, weil die ist einfach so seitlich hier abgekackt. Hä? Abgehackt. Ach, Blödsinn, was erzähle ich denn da schon wieder? Abgehackt. Und das gefällt mir halt nicht. So, ne? Das muss halt geschwungener werden. Geschwungen. So, ne? Deswegen lass die Hüfte tanzen. So, also... Was das wiederum damit zu tun hat. Ich weiß es nicht. Na, Schweinchen, sind wir wieder Kumpel? Boah, die sind aber wirklich um den schlechten Fuß aufgestanden hier, ne? Boah, pass auf. Bist du mein Freund? Ich schwöre dir, diese Verschwörung hier. Das ist, ne? Das sind Scientology läuft hier rum. Ich schwöre dir. Das kannst du vergessen. Das ist der Wahnsinn hier. Nee. So. Cool, du bleibst hier, ne? Du passt hier oben auf, dass keiner unser Platz hier klaut, ne? Du achtest schön drauf, ne? Jo, danke. Das ist der Bodyguard hier, ne? Weil wenn die hier mit dem Euter eine haut, ne, dann ist hier Feierabend. So, wir sind schon mega weit in der Folge. Ja, ich sag das fast in jeder Folge, aber ich muss ja immer so ein bisschen die Uhr im Blick halten, sonst werden die Folgen zu lang. Das möchte ich ja nicht, ne? Also ich weiß, ihr vielleicht schon, aber... Das bedeutet ja, jede 10 Minuten, wo ich mehr Videomaterial habe, muss ich auch viel mehr schneiden. Und das bedeutet dann immer so Faktor 1 zu 4, 10 Minuten mehr, keine Ahnung, 40 Minuten in allem. So, nach dem Motto, ah, vielleicht nicht. Sagen wir mal so 20 Minuten bis 25 Minuten habe ich dann mehr Aufwand. Guck mal hier, weißt du was? Hier. Das ist der Initialblock, das ist die Grenze, ne? Das darf man zwar im Real Life nicht, aber wir entfernen dann den Grenzpfeiler einfach, ne? Aber heute lassen wir ihn da und dann schlafen wir mal beim Nachbar auf dem Grundstück, so. Soll mal gesagt sein. Fertig. Okay, jetzt sind wir. Schöne Dehnübungen. Ei, schön die Lungen füllen mit allem. Boah, jetzt muss ich mich tatsächlich noch dehnen hier. Oh, Leute, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber das musste jetzt sein. So, Dehnübungen, ne? So, oh, Schweinchen, magst du mich jetzt? Komm, lass uns Freunde sein. Das war ein Scherz. Bitte. Yes. Gut so, gut so. Freut mich. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Ich habe noch gar kein Wasser, ne? Doch, ich habe einen Eimer hier und das hier habe ich jetzt falsch gemacht. Das muss ich... Nee, das ist auch noch falsch. Was mache ich denn jetzt? Schild wieder hoch, so. Wenn du die Tasten nicht kennst, dann musst du hier einfach klicken. So, das wollte ich. Nee, die muss so hin. So, mir fehlt eine Axt. Ja klar, hast du mal. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich habe auch noch kein Wasser. Das heißt, jetzt buddeln mal wie immer erstmal ein paar Löcher. Hier. Warte mal, wir machen das erstmal eine unendliche Quelle, weil... Das geht ja nicht, ne? Das können wir hier nicht vorwärts. So. Und ja, da haben wir Wasser. Moment, haben die da einen Swimmingpool? Ich dachte, hier wären Tiere drin. Meine Fantasie, Leute. Meine Fantasie. Die geht wieder mit mir durch. Naja, ist egal. So, hier wieder hoch. Zack, zack. Jump'n'Run. Wie ein Profi hier. Nicht eine Stufe verpasst. Oh, Kuh aufpassen und zack, vorbei. Und die letzte Ebene. Und schon haben wir es ja geschafft. Wir sind wieder oben. Finde ich gut soweit. So, pass auf. Die Blümchen wollte ich ja auch noch mitnehmen, ne? Kann ich die mittlerweile aufheben? Nein, ich habe noch viel zu viel im Inventar. Dann pass auf. So, dann nehmen wir mal hier ein bisschen Wasser. Das setzen wir dann hier hin. Upp. Und das hier, ich mach das mal ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil sonst dauert es tatsächlich zu lange hier, ne? Aber das könnt ihr ja verzeihen, ne? Dass wir mal sowas machen, ne? So, also bis gleich. Ihr Lieben, das meiste hätten wir jetzt schon angepflanzt, aber ich dachte mir gerade, ihr habt es ja gerade gesehen, ich war noch schnell mal nach Hause, habe mir noch eine neue Axt gemacht und war noch einmal Kürbiskerne holen, genauso wie die Wassermelonenscheiben und aus den Scheiben machen wir jetzt mal Körner und dann würde ich mal sagen, dann pflanzen wir die hier nochmal an. Müssen wir ein bisschen gucken, wie wir das am besten machen. Also ein Streifen Wasser brauchen wir ja sowieso, damit die wachsen, dann würde ich mal sagen, Moment, mal überlegen. Wie machen wir es am besten? Also immer machen wir mal hier. So,
Weil ich will die gern direkt auch mit anzüchten. Dann haben wir die schon mal für im Vorfeld so, ne, für später. Den hier muss dann wieder weg. Den können wir aber rausnehmen. Da können wir hier hinsetzen. Dann machen wir uns schnell eine unendliche Quelle. So, super. Und dann können wir hier alles füllen. Ich weiß, das braucht man nicht, aber ich mache das gerne, weil ich das einfach schön finde. So, und du musst dann wieder zugemacht werden mit der Erde. Super. Und dann können wir dann einmal hier eine Reihe Kürbisse pflanzen. Man sollte vielleicht auch alle treffen. So, und hier runter können wir eine Reihe Kürbisse setzen. Wunder. Das war schon. Ja, das war schon. Da müssen wir ein bisschen warten, bis sie wachsen. Und dann können wir das wieder machen. So, und dann, ich wollte hier alles voll machen damit. Und die Wassermelone wollte ich so ein bisschen hier hinsetzen. Okay, okay. Cool, 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 cool. Nicht so cool. Okay, dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Dann machen wir hier das gleiche mit den Melones. So, da hören wir auf. Und dann haben wir da. Dann machen wir eine unendliche Quelle wieder. Das ist so schön, dass man sowas machen kann. Ja, das hier sieht nicht so geil aus. Aber ist okay, ne? Das ist Mittel zum Zweck, Leute. Mittel zum Zweck. Dann pflanzen wir hier noch schnell die Melönchen. Das hier funktioniert gar nicht, ne? Ne, du kannst raus wieder. Komm wieder raus. Mach dich kaputt, egal. Ist nicht so dramatisch, ne? So, wir können die wieder hier hinwachsen. Das heißt, hier müsste man dann wieder einmal durchschaufeln. Ja, ich weiß, man könnte es jetzt ein bisschen klüger machen, wenn ich die einfach in die Mitte setzen würde und zwei Reihen gleichzeitig ziehen. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Einfach nur Blödsinn. Einfach nur Blödsinn. So, und dann hier wieder. Also, ne, wenn man zwei Reihen an den Rücken setzt, dann geht das ein bisschen besser. Aber so passt das für mich. Da ist eine rüber gemüsst. Ach, egal. Jetzt bleibt's halt so. Ist dann halt optisch nicht so schön. So, die müssen hier hinwachsen. Das heißt, hier kommt eine Reihe hin. So, und hier kann man eine Reihe setzen. So. Bumm. Und dann wird das schon so klappen. Und wenn nicht, es wird so klappen. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mich doch tausendmal damit zu beschäftigen. So, dann buddeln wir hier noch weiter. Nein, das ist zu viel, 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 das ist zu viel. Danke. Und ciao, ne? Das ist so geil, wie Wasser läuft, ne? Ja, hat schon was. Ja, jetzt rasiert sie mal da alles unten weg. Dann brauchen wir das schon mal nicht mehr zu machen. Ist ja auch nicht so schlecht, sagen wir mal so. Okay, dann nehmen wir das noch mit. Wie gesagt, das machen wir alles hübsch, ne? Aber wie gesagt, wie immer, später. Später ist das neue Jetzt. Versteht ihr? Hä? Mhm. Versteht kein Mensch. So, ich habe auch noch unfassbar viele Seeds. Nicht nur hier, sondern auch unten. Ich sollte die trotzdem ein bisschen hier noch anpflanzen, weil... Ach, komm, warum denn nicht? Nein, das hier funktioniert nicht. So, hier ist Grenze. Aber das wird so schön. Also, ich hatte schon so ein bisschen im Kopf. Ich habe auf Pinterest sogar gesehen, dass irgendjemand eine Farm gebaut hat mit einem Rennstall dran. Also für Pferde, was ja auch geil ist, weil wir wollten ja auch irgendwann mal Pferde haben. Und ich glaube, diese Idee werden wir so ein bisschen übernehmen für uns. Weil das es einfach noch schöner macht, ne? Dass man irgendwo nur so eine Rennstrecke, eine Pferderennstrecke machen, kann man Wetten abschließen. Ja, werden wir eh nicht machen. Also Wetten abschließen, ne? Aber ja, die Rennbahn zu bauen, finde ich im Endeffekt eine sehr coole Sache. Weil, muss ich ehrlich sagen, habe ich so auf Minecraft-YouTube noch nie so oft gesehen. Also vielleicht im asiatischen Raum, aber wie gesagt, die gucke ich halt nicht. Und wir hatten doch irgendwann mal noch gesagt, eine Sache gibt es noch zu tun. Moment. Vorhin waren so viele Tiere hier, ne? Alle so bei uns, zack, schön und so. Und jetzt sind sie dahin gerannt. So, du glaubst jetzt dran. So, jetzt machen wir hier mal gelber Farbstoff und jetzt wird mal Zeit zu tunen hier, ne? Sie Pimp My Ride von früher. Kennt da vielleicht so. Möchtest du gelb werden? Nein? Ah, dumm gelaufen, jetzt bist du gelb. So, Tuning. Lamborghini, Leute. Das ist der Lamborghini unter den Schafen. Freust dich drüber? Nein? Okay. Dann machen wir dich irgendwann in eine andere Farbe. Jetzt bist du mal gelb. So, das hast du davon. Immer rumgemeckert hier, ne? Und sind nie dankbar. Okay, Leute. Wir haben da hinten nicht angefangen. Ist nicht schlimm. Die Folge dauert schon wieder viel zu lange. Und somit möchte ich mich dann auch jetzt verabschieden. Ich spiele genau an dieser Stelle dann nächstes Mal auch weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hat euch ein bisschen unterhalten. Und insofern du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal abonnieren würdest. Und somit, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao mit V.